Guten Abend, da hatte der DAX heute früh echt nicht viel zu lachen. Die Börse wurde eröffnet, er begann fast unverändert, aber dann kam der Einkaufsmanagerindex fürs verarbeitende Gewerbe aus Deutschland mit 41,1 Punkten und das war dann ein 10-Jahres-Tief. Tief. Und das fand der Markt dann überhaupt nicht mehr schön. Vorher gab es schon relativ schwache Vorgaben aus Asien. Dort ist man skeptisch, ob es bei den kommenden Handelsgesprächen USA-China tatsächlich einen Durchbruch gibt. Es sieht nicht unbedingt so aus. Die Thomas-Cook-Pleite sorgte für Aufatmen bei der Konkurrenz, wenn man das mal so nennen möchte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die TUI und Kollegen nicht wirklich viel zu lachen haben, denn die Thomas-Cook-Pleite ist sicherlich befördert worden durch den Brexit und durch ein sehr schwaches britisches Pfund, was britische Menschen weniger in den Urlaub hat fliegen lassen. Aber ich glaube, dass der Tourismus einen tiefgreifenden Wandel zurzeit durchgeht und da sind die großen Reisekonzerne meiner Meinung nach ein bisschen sehr behäbig. Es könnte also durchaus nur der Anfang einer Kette sein, die es da gibt. Im Herbst ist auf der anderen Seite sowieso immer so die Zeit, wo Airlines und Reiseveranstalter gerne mal pleite gehen, weil die Liquidität geringer wird. Im Sommer in der Hochsaison ist ja immer irgendwie Geld da und im Oktober fällt einem dann auf, ups, ist ja gar nichts mehr da. Naja, so ist das halt für all jene, die davon betroffen sind. Bei Thomas Cook sollen es immerhin 600.000 Menschen in Europa gewesen sein. Für die ist das natürlich keine schöne Veranstaltung. Die Airline Condor fliegt zwar noch, die gehört auch zu Thomas Cook, aber sie darf keine Thomas Cook-Gäste mehr befördern. Und die spannende Frage ist, wer holt jetzt wen nach Hause? Die Briten haben schon mal angekündigt, das für ihre Leute zu machen. Die Bundesregierung hält sich erstmal ein bisschen bedeckt. Die Condor ist auch nur dann überlebensfähig, wenn es ein Notkredit durch die Bundesregierung gibt, steuerfinanziert. Wenn man sich bei der Condor ein bisschen genauer umschaut, stellt man dann fest, dass die TUI sehr gute Gründe hatte, die Condor nicht kaufen zu wollen. Und zwar, wer diese Airline kauft, der muss extrem in die Technik investieren, weil viele Flugzeuge komplett veraltet sind. Und dort also große Investitionen anstehen. Von der Warte aus ist auch nicht sicher, ob die Condor die nächsten Tage überlebt. Schauen wir ganz einfach mal. Das größte Problem der globalen Wirtschaft ist aber sowieso nicht das, sondern der Handel. Das meinte zumindest die designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie drohte schon mal allen Sparern an, dass die Notenbanken auch noch neue Werkzeuge erfinden könnten. Das wäre sicherlich nichts, was im Sinne von Sparern wäre, denn das Ziel, was ja eigentlich die Notenbanken haben, um letztendlich Inflation zu produzieren beispielsweise und die Wirtschaft anzukurbeln, ist ja eigentlich den Menschen das Ersparte aus der Tasche zu ziehen. Das hat man eigentlich schon geschafft und die spannende Frage ist ganz einfach, was die EZB denn jetzt noch tun kann, weshalb ja viele der Meinung sind, dass die EZB eigentlich nicht mehr wirklich viel an Werkzeugen zur Verfügung hat. Jetzt macht also Lagarde einen auf Märkte beruhigen. Ob es da dann tatsächlich die neuen Werkzeuge gibt, werden wir mal sehen und wie fies die dann sind eben auch. Auf der anderen Seite ist wohl das eher das Maßgebende, was Lagarde auch sagte. Sie hofft nämlich, dass es fiskalische und strukturelle Reformen in der Eurozone gibt. Davon ist zurzeit, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht allzu viel zu sehen. Ähnlich ist heute auch nochmal Mario Draghi. Dazu muss ich mich nochmal auf die vor zwei Wochen revidieren, als Mario Draghi seine Pressekonferenz gegeben hat. Das war nicht die letzte. Jetzt habe ich mich selbst schon irgendwie mal hier ins Boxhorn jagen lassen. Nein, Mario Draghi darf im Oktober nochmal, denn Christine Lagarde tritt erst am 1. November an. So, schauen wir schnell nochmal auf die Daten. Wie gesagt, Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Das ist echt indiskutabel, also das spricht echt für Krise. Dienstleistungen noch ganz okay, das liegt aber meiner Ansicht nach vor allem daran, dass Dienstleistungen immer mit ein bisschen Verzögerung auf das verarbeitende Gewerbe reagieren. So rund ein halbes Jahr später dürften dann auch die Dienstleistungen in diesem Bereich irgendwann angekommen sein. Und die USA, ja, da ist man noch knapp über der 50, aber ist auch weit weg vom ehemaligen Wachstum. Also das Wachstum ist auch in den USA deutlich abgenommen.
gekühlt, das muss man ganz klar mal sagen. So, der DAX, der fand das heute früh alles andere als lustig und fiel dann erst einmal deutlich nach unten auf 10.250 Punkte. Das bedeutet, er ist 200 Punkte innerhalb von einer Stunde im Prinzip gefallen. Das war schon sehr beeindruckend. Gehalten hat am Ende die 12.240. Das war relativ wichtig, wie wir im 4-Stunden-Chart nämlich sehen. Wenn wir da nämlich mal schauen, dann, naja, ich hatte ja gesagt, dass die Wolke sehr dick ist und eigentlich eine gute Unterstützung liefert. Bis jetzt hat das dann auch gestimmt, denn dank der Amerikaner ist es dann wieder ein bisschen nach oben gegangen. Aber wir sehen hier den kleinen Knick und wir werden da eben genau durchgebrochen und durch die Wolke bei 12.240 im 4-Stunden-Chart. Und das wäre auf alle Fälle mal ein verheerendes Signal gewesen. Unter Umständen hätte das Signal geben können. Wir haben natürlich bei 12.125 auch nochmal eine wichtige Unterstützung, aber theoretisch könnte es dann auch durchaus in diesen Reaktionsbereich gehen, wo dann auch die 50%-Linie des Fibonacci Retracement liegt. Nämlich bei knapp 12.000 Punkten. Das hätte durchaus passieren können. Ist erstmal nicht passiert. Die Wall Street hat sich dann ein bisschen berappelt. Naja, wahrscheinlich war man an der Wall Street dann doch einigermaßen froh, dass wenigstens der Einkaufsmanager-Index aus den USA noch über 50 verharrt. Schauen wir nochmal auf den Stundenchart zurück und machen das Ganze ein bisschen größer. Dann sehen wir, dass die Erholung, die wir jetzt gesehen haben, noch nicht allzu weit gekommen ist. Es ist doch ziemlich wichtig jetzt hier bei 12.360 herum darüber zu kommen über den Widerstand. Erst einmal, denn da liegt auch der orangefarbene Kijun, der auch ein wichtiger Widerstand im Ichimoku ist. Hier im Stundenchart kämen wir da drüber, dann könnte man sagen, hups, das war zwar ein Schreck, aber es ging nochmal gut. Für mich persönlich muss ich sagen, aus fundamentaler Sicht ist es schon, ehrlich gesagt, zurzeit die Frage, warum die Märkte unbedingt steigen sollten, denn ja, so richtig viel hat ja die EZB zuletzt auch nicht mehr angekündigt. Also warum sollte der Markt jetzt gerade steigen? Na, schauen wir mal. Es gab heute trotzdem Gewinner, wie gesagt, nämlich die Lufthansa zum Beispiel. Die freut sich wahrscheinlich über eine Condor-Pleite, wenn es soweit ist. Allerdings muss man eben auch sagen, wir sind hier auf sehr niedrigem Niveau ein bisschen gestiegen. Wir bleiben im Stundenchart noch unter der Wolke. Wir bleiben also eher bärisch, auch wenn der blaue Tenkan, wenn man mal unter die Kurse guckt, gerade den orangefarbenen Kijun nach oben kreuzt und die Kurse schon drüber sind. Das sieht erstmal nach Stabilisierung aus, aber ob das wirklich am Ende reicht, das muss man mal abwarten. Wie gesagt, meiner Ansicht nach sprechen wir im Tourismus von einer strukturellen Krise der Industrie da. Und das könnte also durchaus noch mehr pleiten und auf alle Fälle werden die Erträge in den nächsten Jahren wohl nicht steigen. Denn die spannende Frage ist ganz einfach, wenn zum Beispiel so jemand wie Thomas Cook plötzlich auf dem Markt verschwindet, werden die Preise steigen, ob dann noch genauso viele verreisen wie vorher, das ist die Frage. Also ob das tatsächlich aufgeht, dass die jetzt nicht mehr mit Thomas Cook verreisen können, dann nächstes Mal mit, was weiß ich, ITS, TUI oder wem auch immer, FDI verreisen, das sei mal dahingestellt, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht unbedingt. Trotzdem hatte auch die TUI heute einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht, 7,2%, da hat der Markt ganz vergessen, dass die TUI die gleichen Probleme hat wie Thomas Cook. Die TUI hat ja auch eine Tochter in Großbritannien, wird übrigens auch in Großbritannien, in London gehandelt, die Aktie. Und von der Warte aus ist das schon ziemlich gaga, denn die TUI steht zwar besser da, weil das Geschäft in Deutschland gut läuft, aber das ist auch alles, was man dazu sagen kann. Ob das Geschäft noch gut läuft, wenn Deutschland in eine Rezession schlittert, das sei mal ganz dahingestellt. Und wenn wir uns den Daily Chart in der TUI anschauen, sehen wir auch, dass das, was da heute passiert ist, naja, ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wirecard ging es heute ein bisschen nach unten, nicht ganz so dramatisch. Am Ende 1,7% nur, aber dazu gab es eine Nachricht letztendlich, die BaFin hat, also die Aufsichtsbehörde hier in Deutschland hat Wirecard zu einer Strafe von 1,5 Millionen Euro verdonnert. Grund ist, dass Wirecard die Halbjahresbilanz 2018 zu spät abgegeben hat und veröffentlicht hat. Dann haben wir die Deutsche Bank. Ja, die freuen sich wahrscheinlich wenig, wenn immer wieder neue Niedrigzinsen und ja, neue Maßnahmen der EZB angedroht werden, so wie heute. Das hat dann die Deutsche Bank heute zum Verlierer
im DAX gemacht. Noch ist er ja da wenigstens drin, nicht wahr? Mal schauen, wie lange noch. Euro-US-Dollar ist dann heute früh auch deutlich abgeschmiert, hatte auch damit zu tun. Also man rechnet jetzt tatsächlich damit letztendlich wohl, dass die EZB wieder die Arbeit der Politik macht und sich irgendwas ausdenken wird, schon im Oktober, um irgendwie die Wirtschaft zu stabilisieren. Das große Problem ist, dass die EZB ja gerade was getan hat und dass alle Maßnahmen, die die Geldpolitik beschließt, ungefähr ein halbes Jahr braucht, bis sie überhaupt wirken. Also von der Warte aus, warum sollte die EZB im Oktober was machen? Sie muss ja jetzt erstmal schauen, was daraus wird, was sie schon beschlossen hat. Euro-US-Dollar im Wochenchart hier mal, da sehen wir, was ansonsten noch so möglich wäre. 1,0865 zum Beispiel. Oder auch 1,0510. Die Parität ist also noch ein Stückchen weg. Da gibt es noch ein paar Unterstützungen. Schauen wir auf die Volatilität des S&P 500. Da sehen wir, dass der Markt heute zum Start mal kurz über die 15,6 geguckt hat. Bis 16 ist er gekommen und dann ging es aber wieder nach unten. Also die Amerikaner, die fühlen sich nach wie vor irgendwie im Wellnessurlaub, glaube ich. Bleibt also weiterhin ziemlich niedrig, ist nicht so viel passiert und das zeigt dann eben auch der S&P 500. Klar, der S&P 500 ist heute als Future erst einmal am Vormittag nach unten gedrückt worden, gemeinsam mit den europäischen Märkten, aber kam dann eben auch wieder einigermaßen zurück. Trotzdem noch keine Entwarnung hier, das Bild ist angeschlagen, das darf man auch nicht ganz vergessen. Wir sehen, dass bei 2997 auch der orangefarbene Kijun zu finden ist, ein wichtiger Widerstand. Und knapp darüber beginnt erst die Wolke bei 3000. Da müsste man schon erstmal wieder drüber. Dann könnte man wieder vom Allzeithoch träumen. Zurzeit ist hier auch durchaus die Möglichkeit, dass wir die 2974 oder 75 hart testen und unter Umständen sogar Richtung 2957 weitergereicht werden. Vielleicht ja auch noch tiefer. Gold, sicherer Hafen. Heute durchaus gefragt gewesen. Wir sind heute über die 1520 gelaufen. Mit dem amerikanischen Handel bröckelt allerdings der Preis schon wieder. Jetzt ist die spannende Frage, halten wir die 1520 oder nicht bis heute Abend? Könnten wir den halten? Könnten wir also, wie gesagt, hier die 1535 und dann vielleicht später auch noch die 1557 wiedersehen? Fallen wir wieder zurück, dann ist eben auch ein Rückschlag wieder möglich Richtung 1505. Ja, die spannende Frage ist ganz einfach eben, wie geht es weiter mit der Geldpolitik? Da würde sich das Gold sicherlich freuen, wenn es noch lockerer wird. Und dann ist die spannende Frage aber eben auch, wie wird sich der Wert des Dollar weiterentwickeln? Wenn der Dollar sehr stark bleibt, dann ist es eben auch schwer für die Goldbullen dagegen zu kämpfen. Rohöl dann nach den Daten aus der Eurozone, also aus Deutschland vor allem, heute auch erstmal nach unten durchgereicht. Die 57,25 hat sehr schön gehalten, danach leichte Erholung, sieht aber korrektiv aus. Auch hier ist durchaus die Möglichkeit da, dass wir hier zum Beispiel Richtung 55,60 bis 55,35 in diesen Bereich hineinfallen. Das würde ich hier nicht ausschließen wollen. Oben, ja, 58,85 hat zuletzt oft Reaktionspotenzial gegeben und darüber haben wir eine Fibonacci-Linie. 59,70, so um die $60 herum hatten wir ja schon immer relativ viel Reaktionspotenzial. Aber wie gesagt, zurzeit ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier weiter nach unten fallen. Silber ist noch mehr gestiegen heute als Gold, nämlich gleich 3%. Ziemlich spannende Angelegenheit, kommt allerdings auch von einem sehr niedrigen Niveau. 18,65 der Widerstand bis 18,75 so. Der hat dann heute erst einmal gehalten, aber insgesamt Ichimoku durchaus bullig, aber überkauft. Wir sehen, der blaue Tenkan deutlich über dem orangefarbenen Kijun. Deswegen ist also diese Konsolidierung jetzt nicht unbedingt charttechnisch verkehrt. Bitcoins unter Druck heute mit 1,8% minus wieder deutlich am Wochenende unter die 10.000 gefallen. Was heißt deutlich, aber immerhin eben. Interessant sind diese Flash-Crashs, die wir hier regelmäßig haben. Heute gab es auch wieder einen, wo dann die Bitcoins mal schnell $250 verloren haben. Also mit zu großem Hebel darf man die einfach nicht traden, sonst kann das schief gehen. Auf der Unterseite unterstützen 9.475 bis 9.055 und auf der Oberseite, ja, da wäre im Widerstand 10.950, den haben wir jetzt zweimal nicht geschafft und zurzeit sieht es eben eher nach unten aus.
Das ganze Bild sieht hier jetzt nicht unbedingt bullig aus. Das kann man wirklich nicht sagen. Und der TecDAX hat heute auch ordentlich verloren, minus 1,4%. Hält sich aber noch über der 2800. Genau, die 2800 dürfte ein wichtiger Support sein. Fallen wir da drunter, dann ist Polen offen, nicht wahr? Wie man so schön sagt, 2715 bis 2700 könnten dann durchaus blühen. Oben haben wir jetzt erst einmal einen harten Widerstand, vor allem bei 2900. Und damit noch schnell der Blick auf morgen. IFO-Geschäftsklimaindex, das könnte die nächste Enttäuschung für die Märkte werden. 16 Uhr dann CB-Verbrauchervertrauen. Vielleicht gibt das dann wieder neue Hoffnung. Schauen wir ganz einfach mal. Das war's für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis morgen.